Amen. 2. Chronik, Kapitel 19. Schauen wir auf Vers 2. 2. Chronik, Kapitel 19, Vers 2. Und Jehu, der Sohn Hananes, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat: Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Dieser Vers ist für uns bekannt. Also, kleine Geschichte, was passiert hier? König Josaphat von Juda will sich mit dem Nordreich Israel verbünden. Zu dieser Zeit ist das Nordreich Israel abgefallen. Ja, sie sind gottlos geworden. Sie haben Gott abgelehnt und sind böse geworden. Ja, und Gott war schließlich mit dieser Nation, oder er wird bald mit dieser Nation fertig sein. Und Josaphat wird getadelt, weil er versucht, sich mit Israel zu verbünden. Ja? Also, das war im Alten Testament. Aber heute, im 21. Jahrhundert, gibt es kein nördliches und südliches Königreich Israel mehr. Es gibt nur eine Nation. Israel, ja? Der Titel der Predigt lautet: Biblische Gründe, warum wir Israel nicht unterstützen. Biblische Gründe, warum wir Israel nicht unterstützen. Heute gibt es unter Christen eine Bewegung, die besagt: Wir stehen auf Israel, wir stehen auf der Seite Israel, wir unterstützen Israel. Ja? Sie betrachten die heutigen Juden als Geschwister, Bruder und Schwester. Sie wollen Brücken zwischen uns und den Juden bauen. Es gibt Christen, die Gebetsmarathons veranstalten. Also, ich habe eine Gruppe gesehen, auf Internet gelesen. Es gibt eine Gruppe von Deutschland. Sie besuchen viele Länder in Europa. Sie besuchen viele Gemeinden. Und ein Tag in eine Gemeinde. Sie beten für Jerusalem. Sie beten für Israel. Einfach ein Gebetmarathon für Israel. Es gibt Christen, die den Davidstern in ihren Gemeinden aufhängen. Ja? Viele Christen stellen auch eine israelische Flagge auf ihr Profilbild. Auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Auf dem steht: Ich stehe zu Israel. I stand with Israel. Ja? Es gibt Christen, die Reisen nach Israel veranstalten. Sie besuchen Israel und behaupten, dass es einen besonderen Segen gibt, wenn man dieses Land besucht. Es gibt Christen, die nach Israel fahren, um sich im Jordan taufen zu lassen. Hast du das gehört? Sie taufen, ich weiß nicht, ob die Deutschen das machen, aber in Indien, sie fahren nach Israel einfach im Fluss Jordan, sich taufen zu lassen. Oh, gleich hier wurde Jesus getauft, ich würde auch dort mich taufen lassen. Bescheuert, ja? Es gibt Christen, die für den Wiederaufbau des Tempels spenden. Sie geben so viel Geld dafür. Und dann gibt es auch Christen, die diesen Standpunkt nicht vertreten. Und sie werden oft als antisemitisch beschimpft. Also, und ich möchte zwei extreme Positionen erwähnen heute. Auf einer Seite gibt es diejenigen, die Juden hassen. Nur weil die Juden sind. Ja? Die starke antisemitische Leute, wie zum Beispiel Nazis, wie auch immer. Und lass mich dir sagen, ich bin kein Nazi. Ja? Ich hasse keine Juden. Ja? Hast du mich gesehen? Hallo? Ja? Ich liebe die Juden genug, dass ich will, das Evangelium sie verkünden, damit sie gerettet werden können. Weißt du? Wir hassen keinen Juden. Ja, Newsflash. Zum Beispiel in der evangelischen Kirche. Martin Luther war sehr, sehr antisemitisch. Und er war ziemlich radikal. Also ich verstehe einige Ansichten von ihm, aber er war wirklich sehr radikal. Zum Beispiel, er wollte Synagogen niederbrennen. Er wollte ihre Häuser, also die Häuser von Juden, niederbrennen. Er wollte den Talmud verbrennen. Er wollte, dass Rabbiner gefoltert werden, die Priester. Er wollte, dass Juden öffentliche Einrichtungen, er wollte nicht, dass Juden öffentliche Einrichtungen benutzen. Er wollte, dass sie in der Gesellschaft diskriminiert werden. Guck mal, lass mich dir sagen, wenn Jesus wiederkommt, wird es keine falschen Religionen mehr geben. Weißt du, alle Synagogen, Moscheen, Hindu-Tempel, Klöster, katholischen Dome und so weiter, sie werden alle entfernt.
Ja, aber im Moment, heute leben wir nicht in Herrschaft Christi. Gott lässt die Existenz falscher Religionen zu. Unsere Aufgabe ist es nicht, falsche Religionen buchstäblich auszurotten und ihre Bücher zu verbrennen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir predigen die Wahrheit aus der Bibel, wir gehen Seelen gewinnen, wir sollten uns nicht in die Politik einmischen, als Christen. Ja? Und ich muss einfach sagen, lass die Muslims ihre Ding machen. Lass die Juden ihre Ding machen. Ja, es soll Religionsfreiheit geben. Ich bin dafür. Lass die Gehirnwäsche zu. Je mehr falsche Religionen es gibt, desto mächtiger wird das Evangelium sein. Ja, je mehr falsche Lehre es gibt, desto mehr Macht hat die Wahrheit. Je mehr Abtrünnige es gibt, je mehr Abfall es gibt, desto mehr Herrlichkeit wird Jesus haben, wenn er wiederkommt. Ja? Also, auf der einen Seite gibt es diese radikale Ansicht, Juden zu diskriminieren, ihre Rechte zu berauben. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Extrem, gibt es diese zionistische Idioten, die sagen, dass Juden nicht an Jesus glauben müssen. Sie müssen nicht an Jesus glauben. Jesus ist nicht für Nichtjuden, für Heiden. Die Juden haben schon einen Bund mit Gott. Sie haben nichts mit Jesus zu tun. Sie brauchen nicht das Evangelium von der Tod, Begrabung, der Auferstehung Jesu. Und lass mich ja sagen, diese Ansicht widerspricht der Bibel auf vielen Ebenen. Ja? Es gibt so viele Verse, ne? Und weißt du was? Die meisten konservative Christen, die meisten, diese evangelischen Konservaten über Christen auch, ich bin sicher, die Lothar Gassmann wird das auch sagen, dass Juden an Christen glauben müssen, um in den Himmel zu kommen. Ja? Die Juden haben nicht eine Freikarte, nur weil sie Juden sind. Weißt du, ich kenne einen Pastor hier in Deutschland, er hat diese Meinung gesagt, na, Juden müssen an Jesus glauben. Sie müssen Buße tun von Judentum, sie sollen Christen werden, um in den Himmel zu kommen, und er wird als antisemitisch bezeichnet. Aber ist das wirklich antisemitisch? Hassen wir Juden damit, wenn wir sagen, sie sollen an Jesus glauben? Weißt du, wir sagen, guck mal, wenn du Hindu bist, sollst du von Hinduismus umkehren und an Jesus glauben. Du sollst von Buddhismus umkehren und an Jesus glauben, um in den Himmel zu kommen. Du sollst aufhören, Muslim zu sein und Christ werden, an Jesus glauben, um in den Himmel zu kommen. Ist alles okay. Aber wenn wir sagen, Juden sollen von Judentum umkehren, wenn Jesus glauben, plötzlich bist du antisemitisch. Das macht keinen Sinn. Wir wollen, dass sie in den Himmel kommen. Ist das nicht Liebe? Wir wollen, dass sie nicht in die Hölle kommen, sondern wir wollen, dass sie in den Himmel kommen. Deswegen geben wir ihnen die Wahrheit, das Evangelium. Wir sagen, hey, du sollst Buße tun. Wir haben Liebe für diese Menschen. Diese Ansicht, ja, wie ich gesagt, dass Juden müssen nicht an Jesus glauben, widerspricht einfach der Bibel. Und was ist unser Standpunkt? Woran glauben wir? Wo genau stehen wir? Also ich habe einige Punkte gesammelt, dies zu erzählen. Heute gibt es viel Theorie. Lass mich dir sagen, du sollst eine Bibel haben. Es gibt viele, wir schlagen viele Verse nach heute. Und diese Leute, die Israel unterstützen, diese Christen, die Israel unterstützen, sagen, Juden sind immer noch das Volk Gottes, wir sollen immer noch Juden segnen heute. Sie haben ihre Argumente. Ja? Sie sagen, so ein Argument. Ich habe diese Argumente als Punkte hier gelistet. So, Punkt Nummer 1, ihr erster Argument. Sie sagen, das ist, was sie sagen, Gott schloss mit Abraham einen ewigen Bund, um die Juden zu segnen. Das ist, was sie sagen. Hör mir zu. Gott schloss mit Abraham einen ewigen Bund, um die Juden zu segnen. Viele Christen benutzen, du musst nicht aufschlagen, 1. Mose Kapitel 12, Vers 2, in dem es heißt, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott hat das mit Abraham gesprochen. Und sie verwenden diese Vers, um zu sagen, guck mal, Gott hat sein Reich unter den Juden errichtet. Und er bricht niemals seinen Bund. Das ist ihr Argument. Sie sagen, Gott wird seinen Bund niemals brechen. Er ist ein bundestreuer Gott. He is a covenant-keeping God. He will never break his covenant. Ja?
Gottes Bund ist nicht an Bedingungen geknüpft. Ja, sein Bund ist immer noch in Kraft, was er mit Abraham geschlossen hat. Das ist, was sie sagen. Schlage auf 1. Mose Kapitel 9. 1. Mose Kapitel 9. Genesis 9. Also lass uns sehen, wie der Bund Gottes funktioniert. Was ist der Bund Gottes? Wie funktioniert er? Viele missverstehen einfach, was der Bund Gottes bedeutet. Ja? Das erste Mal, dass er erwähnt wird, schließt Gott einen Bund mit Noah. Guck mal, 1. Mose Kapitel 9, Vers 8. Und Gott redete zu Noah und seinen Söhnen mit ihm und sprach: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Asche gegangen sind, was für Tiere seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird. Und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach: Dieses Zeichen des Bundes, den ich festsetzte, auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Also, Gott hat einen Bund mit den Menschen geschlossen und versprochen, die Welt nicht durch eine Sintflut zu zerstören. Und ich glaube, dass dieser Bund immer noch in Kraft ist. Ja, dieser Bund, der Gott mit Menschen geschlossen hat, mit Noah geschlossen hat. Schlage auf 1. Mose Kapitel 17. Kapitel 17, gleiche Buch, Kapitel 17. Währenddessen lese ich aus 1. Mose 15, Vers 18. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, von Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Ja, Gott macht den Bund mit Abraham, dieses Land für seine Generation zu geben. Ja, in 1. Mose Kapitel 17, guck mal, ab Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle von mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Massen mehren. Guck mal. Hier macht Gott eine Bedingung. In Vers 1 heißt es: Wandle vor mir und sei untadelig. Wenn du das tust, ja, ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Massen mehren. Denk mit mir, ja, guck mal. Wenn Abraham aufgehört hätte, Gott zu gehorchen, wenn Abraham aufgehört hätte, Werke zu tun, glaubst du, dass Gott seinen Bund mit ihm vorgesetzt hätte? Ich glaube das nicht. Ja? Er wäre wie Lot geendet. Ja, obwohl er durch den Glauben gerettet ist, würde er keinen Segen haben. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Ja? Guck mal, Vers 6, gleiche Kapitel, Vers 6. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund. Ewigen Bund, dein Gott zu sein und deine Samen nach dir. Also Gott schließt einen Bund mit Abraham, seine Generation zu segnen, dieser Land, dieser physische Land zu geben. Und gleichzeitig in Vers 7, es heißt hier, einen ewigen Bund. Lass mich dir jetzt sagen, Gottes Bund ist zweifach. Gottes Bund ist zweifach, eine doppelte Wirkung. Es gibt einen physischen Bund, und es gibt einen geistlichen Bund. Halte deine Finger dort in 1. Mose 17 und geh zu Galater Kapitel 3. Galater Kapitel 3. Der Bund hier hat eine doppelte Wirkung. Es ist zweifach. Und der physische Bund, was ist der physische Bund Gottes hier, der mit Abraham geschlossen hat? Gott schließt einen Bund mit Abraham, um seine Generationen zu segnen, damit sie das physische Land dort erben können. Das ist das physische Bund. Aber was ist das zweite Teil? Ihr seid in Galater Kapitel 3, guck mal, Vers 16. Galater 3, 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus.
Und guck mal weiter in Vers 29, Galater 3, 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abraham Same und nach der Verheißung Erbe. Jesus stammte aus dem Geschlecht Abrahams. Ja? Im Neuen Testament wird jeder, der an Jesus glaubt und gerettet wird, Teil des ewigen Bundes. Du und ich, weil wir an Jesus geglaubt haben, weil wir den Heiligen Geist haben, weil wir zu Jesus gehören, sind wir Teil des ewigen Bundes. Ja? Geh zurück, 1. Mose Kapitel 17, 1. Mose Kapitel 17, Vers 8. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre du nun meinen Bund, du und deine Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir, alles was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden, das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Bei Noah haben wir gesehen, Gott hat ein Zeichen gegeben, ein Regenbogen. Ja? Und hier auch gibt es ein physisches Zeichen, nämlich Beschneidung. Gott schließt, also Gott bestätigt seinen Bund immer mit etwas Physisches. Ja? Und nun, schlag auf 2. Mose 19. Schlag auf 2. Mose 19, Exodus 19. In 1. Mose 26 sehen wir, dass Gott einen Bund mit Isaak schließt. In 1. Mose 31 schließt Gott einen Bund mit Jakob. Er hat drei verschiedene Bündnisse geschlossen. Eine mit Abraham, eine mit Jakob, eine mit Isaak und eine mit Jakob. Ja? Später, als die Kinder Israels in Ägypten sind, erinnert Gott sich an etwas. Und was ist das? Ihr seid in 2. Mose 19, ich lese aus 2. Mose Kapitel 2, 24, und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott hat sich daran erinnert, okay, ich habe einen Bund mit Abraham gemacht, ich habe einen Bund mit Isaak gemacht, ich habe einen Bund mit Jakob gemacht, und deswegen, ich will etwas mit die Nation Israel tun. Ich habe einen Plan für diese Nation. Nachdem die Israeliten aus Ägypten befreit wurden und am Sinai angekommen, sehen wir, dass zu diesem Zeitpunkt ein Volk gebildet wird, eine Nation gegründet wird. Gott hier schließt einen Bund mit einer ganzen Nation, nicht mit einer Person. Ja? 2. Mose Kapitel 19, guck mal Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Guck mal, hier gibt's auch eine Bedingung. Ja, hier gibt's eine Bedingung. Solange sie sich an die Bedingungen des Bundes halten, sie bewahren, werden sie den Segen Gottes erhalten. Das ist ziemlich klar. Also, nochmal, wie bestätigt Gott diesen Bund hier? Er gibt die 10 Gebote buchstäblich auf Steintafel, er führt Tieropfer, Sabbate, Feste ein, er gibt die Bundeslade, auf die jedes Jahr vom Hohepriester Blut gesprengt wird. Wir sehen eine Stiftshütte, in der Gott selbst dem Volk Israel gegenwärtig ist. So viele Zeichen gibt hier. Und lass mich dir sagen, der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, hör mir zu, der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, ist nicht derselbe Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Das ist nicht derselbe Bund. Es handelt sich um zwei verschiedene Bündnisse. Viele verstehen das nicht. Der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, war einzigartig für Abraham. Ich werde dich segnen, sagt Gott. Der Bund, den Gott mit Isaak geschlossen hat, galt nur für Isaak. Der Bund, den Gott mit Jakob geschlossen hat, war speziell auf Jakob zugeschnitten. Der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, war speziell für dieses Volk bestimmt. Und lass mich jetzt das beweisen. Schlag auf 5. Mose Kapitel 5. 5. Mose Kapitel 5. Geistlich gesehen, doch gibt es eine Verbindung
zwischen dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, und dem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Es gibt eine geistliche Verbindung. Ja, Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, weil er sich daran erinnert, okay, ich habe Abraham etwas versprochen. Ja, aber sie sind nicht derselbe Bund. 5. Mose Kapitel 5, guck mal, Vers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Höre Israel die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Super klar. Ja? Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen. Er hat diesen Bund nicht mit Abraham geschlossen, nicht mit Isaak und Jakob geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Also, was ist der Bund im Horeb? Das ist, was wir gesehen haben, 2. Mose Kapitel 19. Der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, ist nur so lange gültig, wie sie die Bedingungen einhalten. Es gibt Bedingungen und sie sollen das bewahren. Ja, und guck mal, als sie ungehorsam waren, natürlich war Gott sehr geduldig mit ihnen. Gott ist nicht schnell zum Zorn bereit. Er gab ihnen einen langen Strick. Aber immer wenn sie Gott verließen, wenn sie Gott abgelehnt haben, bestrafte Gott sie bis hin zu dem Punkt, dass sie aus ihrem Land vertreiben musste. Ja, das sehen wir. Schlag auf Jeremia Kapitel 31. Jeremia Kapitel 31. Währenddessen lese ich aus Josua Kapitel 23, Vers 16. Wenn ihr den Bund des Herrn eures Gottes übertretet, den er euch geboten hat, und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen. Und ihr werdet bald vertilgt sein aus dem guten Land, das ich euch gegeben habe. Das sagt Gott. Wenn ihr das und das tut, wenn ihr nach fremde Götter gehen, ich werde euch von dem Land tilgen. Ja? Im Alten Testament ist eindeutig festgelegt, dass sie nur dann in diesem Land leben dürfen, wenn sie sich an dem Herrn halten. Und wenn sie abfallen, sollen sie schließlich wieder in die Reihe zurückkehren, aber Gottes Geduld mit ihnen ist nicht für ewig. Und es kam einen Punkt in Geschichte, an dem Israel so abgefallen war, dass Gott das Land von nichtjüdischen Völkern übernehmen ließ. Sie wurden nach Babylon gefangen genommen. Ja? Ihr seid Jeremia 31, noch eine kleine Geschichte. Die nördlichen Stämme wollten nicht mehr im Bund bleiben. Die nördlichen Stämme, Israel, ja? Die 10 Stämme Israel. Jerusalem wurde gefangen nach Jerusalem geführt. Der Tempel wurde zerstört. An dieser Zeitraum ist der Tempel zerstört. Den Bund, den Gott mit Israel am Horeb geschlossen hat, in 2. Mose 19, ging zu Ende hier. Ist abgelaufen. Durchgelaufen. Fertig. Selbst im Alten Testament, das ist abgelaufen, weißt du? Jeremia Kapitel 31, guck mal, Vers 31. Kapitel 31, Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Einen neuen Bund. Warum einen neuen Bund? Weil das alte abgelaufen ist. Nicht wie der Bund, den mich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch hier eher Herr war, spricht der Herr. Also, welches Bund ist gebrochen? Der Bund, der Gott mit Israel am Horeb, am Sinai geschlossen hat. Gott ist sehr spezifisch hier. Deswegen Gott sagt, ich mache mit euch einen neuen Bund. Und auch hier, hör mir zu, auch hier hat der Bund eine doppelte Wirkung. Nummer eins, es geht um den Bund, den Gott mit dem Überrest schließen wird.
die zurückkommen und den Tempel wieder aufbauen werden. So hat Gott diesen Bund bestätigt, als der zweite Tempel gebaut wurde. Ja, lies mal Esra und Nehemia. Und es geht um den ewigen Bund. Das zweite Teil der Bundes. Es geht um den ewigen Bund durch Jesus. Und dieser Bund ist mit dem Tod, Begraben und Auferstehung Jesu geschlossen. Es heißt in Hebräer Kapitel 8, Vers 13, du musst nicht aufschlagen, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Hier ist es offenbart, dass dieser Bund, den Gott mit Israel gemacht hat, dieser zweite Bund, wird bald verschwinden. Viele Menschen glauben, warum habe ich das gesagt über diese Bunde und alles? Viele Menschen glauben, dass es nur einen Bund gibt. Weißt du? Es ist nur der abrahamistische Bund, der heute noch in Kraft ist. Das ist, was sie glauben. Na? Und was ich damit sagen will, ist, dass der physische Bund, den Gott mit Abraham schloss, nicht einmal für das Israel des Alten Testaments galt. Ja? Gott schloss zweimal einen neuen Bund, einmal am Berg Horeb und das zweite Mal, nachdem sie aus Babylon zurückgekehrt waren. Gottes Bund mit Abraham galt nicht einmal für die Juden von damals. Vergiss die Juden heute oder im Neuen Testament. Damals schon war es abgelaufen, ja? Der ewige Bund, der zweite Teil des Bundes, den Gott mit Abraham und auch mit Israel geschlossen hat, wird im Neuen Testament auf Jesus angewandt. Das heißt, auf diejenigen, die an Jesus glauben. Du und ich. Der ewige Bund besteht nicht mit den Juden, sondern mit denen, die an Jesus glauben. Viele Menschen schauen auf das Jahr 1948, als das moderne Israel zur Nation wurde und sagen, Gott ist ihnen immer noch wohlgesonnen. Gott bricht niemals seinen Bund. Gott hat Israel nicht vergessen. Aber das stimmt nicht mit dem überein, was wir in der Bibel sehen. Ja, Gott schloss einen Bund mit Israel, als er aus Ägypten herausführte. Gott schloss einen weiteren neuen Bund, als er sie aus Babylon herausführte. Und guck mal, damit Gott einen Bund mit ihnen schließen konnte, musste sie mit dem Herrn ins Reine kommen. Ja? Das war sehr notwendig. Und sie mussten mit dem Herrn im Reinen bleiben, damit der Bund in Kraft treten konnte. Sind sie im 1948 mit dem Herrn ins Reine gekommen? Das ist 75 Jahre eigentlich. Sind sie besser geworden? Sind sie mehr christlicher geworden? Sind sie geistlicher, reif geworden? War es Gott, der sie aus Polen herausgeführt hat? Und hat er einen neuen Bund mit ihnen geschlossen? Was ist dein Beweis, dass Gott in 1948 einen neuen Bund mit Israel geschlossen hat? Haben sie alle an Jesus geglaubt? Mit dem Herrn heute in Reine zu bleiben, musst du deinen Sohn annehmen, ja? Du musst an Jesus glauben. So haben die Nation Israel Jesus anerkannt? Als ihr Messias? Nein. Und ihr zweites Argument ist, die sagen, diese Pro-Israel-Christen heute, das ist, was sie sagen, die Juden sind immer noch das Volk Gottes. Sie sind immer noch das Volk Gottes. Sie sind immer noch Kinder Gottes. Also, falls du es nicht weißt, in dieser Gemeinde, Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, glauben wir an Ersatztheologie. Wir glauben an Ersatztheologie. Also, was wir glauben, sollte sich auf klare Aussagen der Bibel stützen. Ja? Klare Aussagen. Und ich werde heute einige klare Aussagen von der Bibel zeigen. Ja? Kurze Einfassung nochmal. Der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, endete mit Abrahams Tod. Fertig. Der Bund, den Gott mit Volk Israel am Horeb schloss, endete, als sie nach Babylon gefangen genommen wurden. Punkt. Der Bund, den Gott mit den Überlebenden schloss, die aus Babylon zurückkehrten, endete mit dem Tod, Begrabung und Auferstehung Jesu.
Er wurde schließlich bestätigt mit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus. Okay? Schlag auf Galater 4. Galater 4. Währenddessen lese ich aus Matthäus 21, 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Das ist eine sehr klare Aussage von Jesus selbst. Er sagt, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Ersatz, Theologie. Galater 4, ich zeige etwas weiter. Ein sehr, sehr klarer Vers. Galater 4, 21. Guck mal, Vers 21. Galater Kapitel 4, 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von den Freien aber Kraft der Verheißung. Guck mal, in Vers 24. Das hat einen bildlichen Sinn. Die sind nämlich die zwei Bündnisse. Hier ist es erwähnt. Zwei Bündnisse. Ich habe schon erzählt, der Bund, der Gott mit Abraham schloss, war zweifach. Doppelte Wirkung. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Guck mal, Gott macht eine Allegorie, allegorisch erzählt etwas, einen bildlichen Sinn. Er sagt, dieser physische Volk, sie sind vom Hagar, bildlich gesehen. Okay, nicht buchstäblich, bildlich gesehen. Wir haben schon gesehen, dass der Bund immer aus zwei Teilen bestand, ein physischer und ein geistlicher, ewiger Bund. Guck mal, Vers 25. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Die leiblichen Juden, die leiblichen Erbe Abrahams werden allegorisch mit Ismael verglichen. Ja? Das obere Jerusalem, Vers 26, das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Also, Vers 28, wir aber Brüder sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Guck mal, die geistlichen Juden, nun schlag auf Römer 9. Die geistlichen Juden, die geistlichen Erben Abrahams, die an Jesus glauben, werden allegorisch mit Isaak verglichen. Nochmal, diejenigen, die leibliche Erbe, sind mit Ismael verglichen und das geistliche Volk, die an Jesus glauben, werden allegorisch mit Isaak verglichen. Wir sind Kinder Isaaks durch Abraham, ja? Sorry, wir sind Kinder Abraham durch Isaak, geistlich gesehen, ja? Römer Kapitel 9, guck mal Vers 6. Römer Kapitel 9, Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Vers 7. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kindern, sondern in Isaak soll ja ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Nochmal, Vers 8, wie heißt es hier? Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes. Wer sind die Kinder des Fleisches? Juden. Physische Juden. Und das heißt buchstäblich, sie sind nicht das Kinder Gottes. Und wenn du sagst, naja, die Juden sind immer noch Kinder Gottes, dann wer hat recht? Du oder was die Bibel sagt? Was du sagst, wenn du sagst, die Juden sind immer noch das Volk Israel, es widerspricht einfach eine klare Aussage von der Bibel. Und weißt du, was manche Leute sagen? Okay, ja, sie sind nicht, ja, okay, sie haben Gott abgelehnt, sie sind nicht mehr Kinder, ja, sie haben nicht mehr diese Segen sozusagen. Aber die Juden haben Gott, den Vater, als ihren Gott. Moses,
Ja, die Juden und wir Christen, wir haben denselben Gott. Sie haben auch unser himmlischer Vater, also der Vater von Jesus, ist auch der Gott von Juden heute. Ist das nicht, was sie sagt? Schlage auf Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8. Währenddessen lese ich aus 1. Johannes Kapitel 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also, bekennen Juden heute den Sohn? Nein. Haben sie den Vater? Nein. Johannes Kapitel 8, guck mal, ab Vers 41. Ihr tut die Werke eures Vaters, er sprach zu ihm, wir sind nicht unehrlich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Das ist, was sie sagen. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begeht, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn ist ein Lügner und der Vater derselben. Also, wer ist ihr Vater? Wer ist der Vater von Juden? Laut Jesus, laut Neue Testament. Im Teufel. Also, nochmal, warum sollen wir ein Volk unterstützen, dessen Vater der Teufel ist? Sollen wir sie segnen? Wenn du sagst, dass die Juden Gott den Vater als ihren Gott haben, dann widersprichst du den Worten von Jesus. Argument Nummer 4. Also, das ist, was sie sagen. Ihre Argumente. Ja? Sie sagen, wir sollen Juden trotzdem segnen. Wir sollen Juden segnen, Moses. Und sie schlagen auf dieser Vers. Schlag auf Jeremia Kapitel 11. Jeremia Kapitel 11. Währenddessen lese ich aus 1. Mose Kapitel 12, Vers 3. Gott spricht mit Abraham und sagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Sie schauen dieser Vers an und sie sagen, wir sollen Juden segnen, damit wir Gottes Segen empfangen können. Wenn du ihnen verfluchst, dann wird Gott dich verfluchen. Du wirst verflucht sein. Sie schlagen dieser Vers und sagen das. Okay, lass uns Bibel vergleichen. Jeremia Kapitel 11, guck mal ab Vers 1. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, lautete folgendermaßen. Hört auf die Worte dieses Bundes und redet zu den Männern von Juda und den Einwohnern von Jerusalem. Und du sollst zu ihnen sprechen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Guck mal, verflucht ist der Mann, der nicht hört auf die Worte dieses Bundes. Verflucht ist der Mann, der nicht hört auf die Worte dieses Bundes. Und welcher Bund ist das? Das heißt in Vers 4, die ich euren Vätern geboten habe zu der Zeit, als ich sie aus dem Land Ägypten führte, aus dem Eisenschmelzofen, in dem ich sprach, hört auf meine Stimme und tut diese Worte, ganz wie ich es euch gebiete, so sollt ihr mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist buchstäblich geschrieben, wenn sie die Worte des Bundes nicht hören, wenn sie das nicht bewahren, sollen sie gesegnet sein? Verflucht sein. Laut Alter Testament. Guck mal, halten sich die Juden heute an die Worte des Bundes? Nein. Sie haben Gesetze und Traditionen, die man nicht einmal im Alten Testament finden kann. Ihre Religion stammt nicht aus dem Alten Testament. Ihre Religion stammt aus dem Talmud, der nichts mit der Bibel zu tun hat. Sollen wir sie segnen? Nach ihrer Religion brennt der Herr Jesus Christus in der Hölle, in einem kochenden Teich aus Exkrementen. Sollen wir sie segnen? In Israel werden Christen wegen der Verkündigung des Evangeliums
verfolgt. Sollen wir sie segnen? Tel Aviv ist die schwulenfreundlichste Stadt im Nahen Osten. Ungefähr 25% der Bevölkerung bezeichnen sich als schwul. Sollen wir sie segnen? Nein! Verflucht ist der Mann, der nicht hört auf die Worte des Bundes. Das ist, was die Bibel sagt. Es gibt so viele Christen, die sagen, soll sie segnen. Hast du die Bibel nicht gelesen? Hast du den Land heute nicht gesehen, wie böse die heute sind? Es gibt Pastoren, EFG-Pastoren, FEG-Pastoren, Old IFB-Pastoren, die damit zustimmen, ja, heute ist Israel gottlos, du hast recht. Ja, sie glauben nicht an Jesus, sind so weit abgefallen, sie haben keine Liebe vor Gott. Ja, du hast recht, Moses. Aber weißt du, was sie sagen? Sie haben aber ein Nebenargument. Sie sagen, das wahre Israel ist der Überrest. Remnant. Hast du das gehört? Ja, es gibt diese Nation Israel, sie sind gottlos, aber in dem Land gibt es eine kleine Menge von Volk, von Leuten, die immer noch Gott lieben, die Jesus nachfolgen. Das ist ein Remnant dort. Und wir sind für diese Menschen. Wir sollen diese Menschen unterstützen, diese kleine Menge von Leuten. Aber ist das wahr? Ist das, was die Bibel sagt? Also, ihr Argument ist, die wahren Juden sind der Überrest, der treu ist. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 2, 28, du musst nicht aufschlagen, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wer ist ein echter Jude? Der im Herz beschnitten ist. Wir sind die echten Juden, wir sind die geistliche Nation Israel. Das ist nicht irgendeine Remnant, irgendein Überrest. Nach dem Neuen Testament ist ein echter Jude einer, der im Herzen beschnitten ist. Wir sind das geistliche Volk, die geistlichen Nachkommen Abrahams durch Jesus. Schlag auf Jeremia Kapitel 23. Jeremia Kapitel 23. Viele Menschen verstehen nicht, was der Überrest bedeutet. Viele denken, dass damit der messianische Juden gemeint sind. Hast du über diese Leute gehört? Messianische Juden? Also auf Englisch Messianic Jews. Ich nenne ihnen Maniac Jews. Ja, wahnsinnige Juden. Sind wahnsinnig. Guck mal, wenn du an Jesus glaubst, heute, wenn du den Glauben an Jesus setzt, bist du nicht mehr ein Jude. Man kann nicht zum Judentum gehören und gleichzeitig Christ sein. Das geht nicht. Du sollst für den Judentum Buße tun und an Jesus glauben. Und dann, ob du Jude bist oder nicht, spielt keine Rolle mehr, wenn du an Jesus glaubst. In Christus ist weder Jude noch Grieche, sagt die Bibel. Wenn du an Jesus glaubst, du bist keine Jude mehr. Sorry. Jura. Man kann nicht gleichzeitig Muslim und Christ sein. Man kann nicht gleichzeitig Hindu und Christ sein. Du kannst nicht gleichzeitig Jude und Christ sein. Und Nummer zwei, ein anderes Problem mit dieser messianischen Juden. Sie haben ein falsches Evangelium. Diese messianischen Juden haben ein falsches Evangelium. Sie glauben, dass man die Errettung verlieren kann. Wusstest du das? Sie haben das gleiche Evangelium wie Lothar Gassmann. Sie haben das gleiche Evangelium wie die charismatischen Christen. Sie haben das gleiche Evangelium wie Olaf Latze. Rettet das Evangelium ihnen? Nein. Jeremia Kapitel 23. Lass uns die Bedeutung des Überrestes sehen. Was ist ihre Aufgabe? Was bedeutet, wenn die Bibel sagt Überrest? Jeremia Kapitel 23, Vers 3. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schlaf sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. Und ich werde Hirten über sie setzen, die sie weihen sollen. Sie werden sich nicht mehr fürchten noch erschrecken müssen, auch soll keines vermisst werden, spricht der Herr.
Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht auf Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihnen geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also, Gott brachte einen Überrest aus Babylon zurück nach Israel und schloss einen neuen Bund mit ihnen. Wir haben schon gelesen. Damit Jesus in dieser Welt kommen konnte. Das ist der Grund, warum Gott diesen Überrest zurückgebracht hat. Damit durch diese Leute Jesus kommen konnte. Weil er Abraham diese Verheißung gegeben hat. Aus dir wird ein Same kommen. Warte mal. Ja. Und nachdem Jesus gekommen war, machte er sehr deutlich, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Schlag auf Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11. Also wir haben gesehen, der Sinn, warum Gott dieser Überrest von Babylon zurückgebracht hat, war so, dass Jesus durch diese Leute in dieser Welt kommen konnte. Das ist der Grund. Und wir sehen auch etwas Ähnliches in das Neue Testament. Guck mal, Römer Kapitel 11, Römer Kapitel 11, Vers 1. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, dass die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Nochmal, ich lese dieser Vers nochmal, Vers 5. So ist nun auch der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Und weiter, wir kennen dieser Vers. Wenn aber aus Gnade ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Viele Leute schlagen dieser Vers auf. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest. Sagen, heute gibt es einen Überrest. Aber das spricht nicht von heute. Das spricht von der Heute von damals. Ja, als Paulus dieses Brief geschrieben hat, zu jener Zeit, als Paulus lebte, zur Zeit der Apostel, gab es einen Überrest nach Gottes Wahl. Guck mal, hat Gott einfach Juden verworfen? Nein, wir sehen, es gibt Juden, die gerettet waren. Ja, guck mal. Das sind die an Jesus geglaubt haben. Er hat ihnen immer noch die Rettung angeboten. Also was meint Gott? Hey, nur weil du zu einem Volk gehörst, das Jesus getötet hat, heißt das nicht, dass du verworfen bist. Ja, Gott hat die Nation verworfen, aber nicht die individuelle Juden. Du kannst an Jesus glauben und gerettet werden. Du hast immer noch die Chance, gerettet zu werden, wenn du Jude bist. Also es gibt keine Errettung, wenn du immer noch Jude bist. Du hast die Errettung, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Buße tust. Ja, du kannst aufhören, ein Jude zu sein und stattdessen Christ werden. Die ersten Missionare in der Welt, wer waren sie? Sie waren Juden. Sie waren den Aposteln. Sie stammten aus dem jüdischen Erbe. Aber sobald sie an Jesus glaubten, spielt ihr jüdisches Erbe keine Rolle mehr. Ja, das war der Sinn, warum Gott diese Überrest gebracht hat, warum dieser Überrest erwähnt wird, damit die das Evangelium in der Welt verkündigen können. Das ist ihr Sinn. Aber heute gibt es einen Überrest. Wofür? Wofür? Das macht keinen Sinn. Weil so im Jahr 70 nach Christus haben Rom in Jerusalem einmarschiert, haben den Tempel zerstört,
die Juden wurden zerstreut. Das alttestamentliche Judentum wurde durch das neue testamentliche Christentum ersetzt. Ersatztheologie. Gibt es Christen, die heute in Israel leben? Ja. Christen leben überall in dieser Welt. Das ist keine Überraschung. Wir haben nichts mit dem Judentum zu tun. Die Bibel sagt, wir sollen keine Gemeinschaft mit dem Finsternis haben. Weißt du? Es gibt Christen heutzutage, sie wollen Gemeinschaft mit Juden haben. Das ist Zeitverschwendung, Leute. Guck mal, wir haben Liebe für Juden. Wir wollen, wenn wir Seelen gewinnen gehen, wir wollen, dass sie das Evangelium hören, damit sie gerettet werden können. Aber das bedeutet nicht, dass wir mit diesen Menschen Gemeinschaft haben wollen. Gottesdienst feiern wollen. Das macht keinen Sinn. Und die Bibel sagt, du musst nicht aufschlagen, Galater 3, 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Lass mich hier nochmal sagen, wir sind nicht Rassisten. Wir sind nicht antisemitisch in dem Sinne, dass wir Juden einfach hassen, weil sie Juden sind. Nein, wir halten einfach uns fern von dieser Menschen. Hey, wir haben keine Gemeinschaft mit euch, also wir verkünden das Evangelium, weil wir Liebe haben. Das bedeutet nicht, dass wir einfach Kumbaya gehen mit euch. Ja? Guck mal, wir haben schon einige Verse gesehen. Ich bin bald fertig. In Matthäus 21, 23, Galater 3, 7 bis 8, 29, Römer 2, 28, 29, Galater 4, Römer 9. So viele klare Aussagen haben wir in das Neue Testament gesehen, die wortwörtlich sagen, die Juden sind nicht mehr das Gottesvolk, wir sind das Gottesvolk. Ja? Aber es gibt Christen, die all diese eindeutigen Verse ignorieren und einen einzigen obskuren Vers als Beweis dafür anführen, warum wir Israel unterstützen sollen. Und dieser Vers ist in Römer 11, wo du gerade bist. Guck mal, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Sie schauen dieser Vers an und sagen, guck mal, Israel wird gerettet, Gott ist immer noch nicht fertig. Guck mal, ich glaube, dass Gott einen Plan für Israel hat, in seinem Reich, nach der Trübsal und Zorn Gottes. Gott hat einen Plan, aber jetzt nicht. Und über dieses Vers will ich heute nicht predigen, ich habe nicht genug Zeit, ich mache einen Teil 2 davon, ja, weil dieser Vers braucht ein ganz Predigt, ganz andere Predigt. Aber ich möchte mit dieser zum Schluss kommen. Es gibt diese Christen, es gibt diese pro-Israel, pro-zionistische Christen heute, überall. Ich würde dich bitten, einfach ihnen zuzuschauen. Schau an diese Christen, einfach just observe them. Die dieser Täuschung, wir sollten Israel unterstützen, hereinfallen, diese Idioten. Sie leisten keine sinnvolle Arbeit von den Herrn. Sie gehen nicht Seelen gewinnen. Sie bringen keine Menschen zur Errettung. Ich habe niemals gesehen, niemanden gesehen. Sie predigen nicht mit Mut. Sie predigen nicht alles, was in der Bibel steht. Die meisten Zeit sind sie nur mit diesen Dingen beschäftigt, wie Trübsal, ja, Vorentrückung, die 7 Gemeindezeitalter, 7 Church Ages, die 7 Evangelien und so weiter. Ja? Sie haben Angst vor Verfolgung. Sie sind solche Feiglinge, Weichlinge. Das größte Werk, auf das sie, lass mich sagen, manchmal diese Gemeinden, ich kenne diese Gemeinden, einmal im Jahr, sie schicken diese Weihnachten-Schuhkartons. Kennst du das? Nach Israel oder nach Osteuropa irgendwo und sagen, oh, wir haben Menschen erreicht, wir haben so viel getan. Echt? Es gibt auch nichtchristliche Organisationen, die dasselbe machen, weißt du? Diese zionistischen Christen sind auch Straßenprediger, oder? Ich sehe so viele Leute, sie schreien auf der Straße. Und niemand ist zu Glaube gekommen dadurch. Sie schreien auf der Straße, verteilen Flyers, sie machen sich lächerlich, sie geben ihnen nicht das Evangelium. Ihre Evangelisation, Präsentation ist gar nicht konfrontativ. Aber weißt du was, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, verschwenden wir keine Zeit mit diesem ganzen Mist.
Das machen wir nicht. Wir gehen mit einer Haltung der Liebe und Gnade hinaus und wollen jeden retten, der bereit ist, uns zuzuhören. Jude oder Grieche. Das spielt keine Rolle. Den Christen wird heute eine Gehirnwäsche verpasst, die besagt, dass man gegen Israel ist, wenn man es nicht unterstützt. Du bist entweder für Israel oder gegen Israel. Das ist, was ich sage. Wenn du nicht für Israel bist, dann bist du automatisch antisemitisch. Bist du automatisch pro Hitler. Bist du automatisch ein Nazi. Ist das nicht, was ich sage? Aber das ist eine Lüge. Leute, es gibt einen mittleren Grund. Es gibt einen neutralen Boden. Man sieht nicht, dass wir uns immer mit... So, und das ist, was sie sagen. Wir sind diese antijüdische Rhetorik damit beschäftigen, weißt du? Das ist falsch. Das stimmt nicht. Also, wir segnen die Juden nicht heute. Wir segnen sie nicht. Wir unterstützen ihnen nicht. Wir gehen nicht Kumbaya mit ihnen. Wenn überhaupt, dann distanzieren wir uns von ihnen. Wir halten uns fern von dieser Menschen. Und wenn es möglich ist, wenn wir ihnen auf der Straße begegnen, dann geben wir ihnen das Evangelium, damit sie gerettet werden können. So einfach ist es gar nicht schwer zu verstehen. Viele Christen werden mit dieser "Ich unterstütze Israel" Süßigkeit ausgetrickst. Und ihr Fokus ist weg vom eigentlichen Dienst von dem Herrn. Und Satan benutzt diese Irrlehre, viele Christen abzulenken, für den Herrn zu arbeiten. Und ich werde dieser Vers nochmal erwähnen. Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen, deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Ja, lass uns jetzt beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir heute zusammenkommen und dein Wort hören können. Danke für all die Verheißungen, die du uns gegeben hast. Danke für alles, was du uns in deinem Reich zu geben versprochen hast. Herr, hilf uns, dein Wort zu allen Völkern zu tragen und dass wir weiterhin das Evangelium predigen, ohne eine bestimmte Rasse zu bevorzugen. Herr, bitte öffne die Augen unserer Mitchristen in anderen Kirchen, die einer zionistischen Gehirnwäsche unterzogen wurden. Hilf ihnen, die Wahrheit zu erkennen, damit sie ihre Zeit nicht länger verschwenden und die notwendige Arbeit für dein Reich tun. In Jesu Namen. Amen.